Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute habe ich ein lang ersehntes Video von euch für euch, und zwar wie ihr mit den Gua Sha Steinen umgeht, beziehungsweise mit dem Gua Sha Stein. Ihr habt euch das von mir mehrfach gewünscht, seitdem ihr das gesehen habt, dass wir das auf dem Dalton Event gemacht haben im Schwarzwald, und ich habe mir gedacht, ich setze das jetzt heute mal um. Das, was ich so weiß darüber und so wie ich das anwende, ihr könnt zwei nehmen, ihr könnt aber auch einen nehmen, so wie ihr möchtet. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr das richtig anwendet, wie ihr das mit den Produkten kombinieren könnt, was ihr machen könnt und so weiter. Also ich denke, wenn euch das Thema Gua Sha Stein und was es überhaupt bewirkt interessiert, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Ja, wir haben es jetzt abends, wir haben 7:30 und ich habe mir gedacht, jetzt zeige ich euch heute Abend mal meine Gua Sha Stein Routine. Also ich benutze den Gua Sha Stein jetzt schon sehr lang, also seit Januar. Wir haben ja jetzt auch schon Anfang April und ich habe das auf dem Dalton Event das erste Mal so richtig gemacht. Also ich habe das vorher auch schon mal gemacht, aber ich habe mir immer gedacht, ach nö. Und aber mit den richtigen Produkten funktioniert das super, super gut. Ich habe vorher mal Gesichtsöl verwendet und Gesichtsöl möchte ja nicht jeder verwenden. Nicht jeder mag Gesichtsöl, nicht jede Haut mag Gesichtsöl. Und deshalb habe ich gedacht, benutze ich meine Dalton-Produkte, weil dann kann ich euch auch zeigen, wie ihr das zu Hause mit euren eigenen Produkten oder halt gegebenenfalls mit euren Dalton-Produkten machen könnt. Und ja, wie einfach die Anwendung ist und wie ihr das auch richtig anwendet mit dem Gua Sha. Das hat was Meditatives, finde ich. Das hat was Entspannendes. Das ist schön. Man kann das lang machen. Man kann das 10 Minuten lang durchführen. Man kann aber auch morgens relativ schnell so das mit in die Routine einarbeiten. Gerade um hier diese geschwollenen Tränensäcke loszuwerden oder halt eben Wassereinlagerungen, die über Nacht entstanden sind. Ja, und das ist einfach schön. Es durchblutet so richtig schön die Gesichtshaut und man kriegt so einen richtigen... Also man wird auch so ein bisschen rot im Gesicht und daran merkt man, diese Durchblutung, ja, kommt in Wallung. Und das finde ich so schön mit anzusehen immer, dass sich da auch was tut und dass man dann so einen schönen rosigen Glow bekommt. Und ich finde, die Haut strahlt viel mehr. Außerdem ja, ist das so ein bisschen auch Detox für die Haut. Das heißt, es hilft auch eigentlich gegen Pickel. Also seitdem ich das regelmäßig mache, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, meine Haut ist reiner geworden, meine Haut ist irgendwie glatter geworden. Also ich bin total der Fan mittlerweile von Gua Sha Stein. Ja, und ihr könnt das ja auch jetzt gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Ansonsten hebt euch das Video vielleicht auch auf für abends oder so. Ich habe hier zwei Rosenquarz Gua Sha Steine. Der eine ist ein bisschen schwerer als der andere. Der eine ist jetzt hier von irgendeiner Marke. Also ich weiß nicht, von welcher Marke die sind. Auf jeden Fall habe ich hier zwei Stück und ich zeige euch jetzt, wie ihr das mit zwei Stück machen könnt. Ihr könnt aber auch einfach einen nehmen und dann Seite für Seite eben machen. Genau, um euch das zu zeigen, würde ich mich jetzt auch abschminken und ja, mir ein Haarreif aufsetzen und so weiter. Ihr bekommt auch im Shop von Dalton ab heute wieder für eine Woche 20% Rabatt mit meinem Code. Den blende ich euch ein. Chiquita20 nennt der sich und da könnt ihr euren Vorrat aufstocken oder euch eben mal auch was Neues bestellen, falls ihr irgendwie was Interessantes jetzt in dem Video seht. Was euch vielleicht interessiert, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ansonsten, falls ihr ganz, ganz neu seid und Dalton noch nicht kennt, könnt ihr auch den Produktfinder Fragebogen machen. Das heißt, ihr habt 5 Minuten ungefähr dauert das, dann macht ihr so einen Fragebogen und bekommt für euch die passenden Produkte für eure Haut ausgespuckt. Das sind jetzt alles so Produkte, die für meine Haut gut sind, die mir sehr gut tun und die ich gerne benutze. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Produkte dort. Also ihr findet dort wirklich für jedes Hautbedürfnis auch das passende Produkt. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen... ja, auch mal cool über den Tellerrand hinaus zu blicken und dann nochmal zu schauen, was braucht meine Haut wirklich, weil ich habe vorher auch immer Produkte benutzt, die für meine Haut nicht so gut waren und die meine Haut noch weiter ausgetrocknet haben, weil ich immer gedacht habe, eine ölige Mischhaut, die muss man ja irgendwie austrocknen, damit keine Pickel mehr kommen, und das war genau das Gegenteil der Fall. Damit habe ich es noch schlimmer gemacht und deshalb, ich sage immer so, es ist ganz cool, auch mal jemand drüber gucken zu lassen, ob man denn auch die richtige Hautpflege hat. Und bei Dalton seid ihr da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ihr habt einen super Service dort, die Mädels kennen sich so gut aus und ich kann immer wieder nur sagen, das ganze Team von Dalton ist einfach, also die sind wirklich super, die kennen sich
wirklich so toll aus und die haben halt einfach auch Ahnung. Und da bekommt ihr halt individuelle Hautpflege und nicht einfach nur universelle Hautpflege, wie man das vielleicht auch bei anderen Marken bekommt. Bei anderen Marken ist das halt oft auch auf jeden Hauttyp ausgelegt. Klar, ihr könnt auch, sag ich mal, hier so ein Hyaluronserum kann jeder benutzen, natürlich. Aber ihr bekommt halt auch, sag ich mal, für Kuperose oder sowas auch spezielle, für sensitive Haut, spezielle Produkte dort. Ja, jetzt würde ich sagen, schminke ich mich mal ab, mache mal meine Abschminkroutine und dann komme ich mit einem sauberen Gesicht zurück. Und dann machen wir Schritt für Schritt die Gua Sha Stein Routine. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher geholt und habe mein Gesicht komplett gereinigt. Als erstes möchte ich aber noch kurz darauf eingehen. Es gibt ja auch Jadesteine. Das hier sind Rosenquarzsteine, die ich jetzt verwende. Das ist halt einfach eine persönliche Vorliebe, was man lieber möchte. Der Rosenquarz ist eher so ein bisschen beruhigend und ja, also es ist einfach eine energetische Wirkung. Es kommt einfach halt darauf an, was man möchte. Der Jadestein ist eher so ein bisschen kühlend, abschwellend, also das kann man machen, wie man möchte, was ihr zu Hause habt, womit ihr euch wohlfühlt, was ihr schöner findet. Ich finde Rosenquarz auf jeden Fall schöner, das hat auf mich irgendwie eine bessere Wirkung, ich weiß es nicht. Ihr könnt es wie gesagt auch anders machen, es gibt auch so Gesichtsroller und so weiter, es gibt ganz, ganz viel. Es gibt auch elektrische Geräte, wie zum Beispiel dieses Gerät hier, das teste ich gerade momentan aus. Wichtig ist einfach, dass ihr irgendein Werkzeug habt, womit ihr das dann halt eben ja einarbeiten könnt, das Produkt. Rosenquarz kann halt auch eher so ein bisschen Stress abbauen und ja, ist einfach so ein bisschen, steht auch ein bisschen mit Selbstliebe in Verbindung und deshalb, also für mich ist definitiv der schönere Stein. Also wir waren ja auf dem Dalton-Event gewesen im Januar und da hatten wir so eine schöne Routine gemacht und die möchte ich jetzt eigentlich mit euch auch machen, nur ein bisschen anders. Also wir hatten als erstes hier die tolle Hydro Lift Express Maske verwendet und die ist so, so genial. Ich finde die klasse, das ist eine Instant Plumping Maske und ich hatte am nächsten Tag auch so eine schöne Haut durch diese Routine und das hat mir so gut gefallen und ich habe das beibehalten. Und das hier ist einfach eine Maske. Hier habt ihr diesen Cellumer Meeresextrakt mit drin und die habt ihr auch so eine sofortige Wirkung. Also die hat 16% geringere Faltentiefe nach 15 Minuten. Die ist frei von Mineralölen und so weiter, so keine Silikone und Farbstoffe, Parabene und sowas drin. Eine ganz tolle Maske. Also wenn ihr dort bestellt bei Dalton, bestellt euch die einmal mit und testet die aus. Ihr müsst die mal testen. Ich finde die so klasse. Diejenigen, die die kennen, die wissen, dass die der Hammer ist. So sieht die aus. Und die kannst du überhaupt gar nicht vergleichen mit irgendeiner Maske aus der Drogerie. Überhaupt nicht. Das ist was ganz Besonderes, diese Dalton-Masken. Und ja, die würde ich mir jetzt erstmal auflegen. Die ist auch so schön kühlend und das fühlt sich so schön an. Also diese Maske, das ist meine absolute Lieblingsmaske. Die ist halt ein bisschen teurer, muss ich ehrlich sagen. Also die ist vom Preis her nicht so günstig. Aber die macht man ja auch nicht jeden Tag. Also ich finde, ich mache sie jetzt halt hier für euch halt heute mal. Ich habe jetzt nichts Besonderes vor. Ja, aber man kann sich ja auch einfach mal was Gutes tun und kann einfach mal auch so eine Maske benutzen für sich selbst. Und nicht, um für andere vielleicht gut auszusehen. Also ich benutze so eine Maske sehr, sehr gerne, wenn ich irgendwas vorhabe und halt meine Haut super aussehen soll. Auf diese Maske kann ich mich definitiv immer verlassen. Da weiß ich, habe ich keine Reaktion drauf. Und ja, keine Ahnung, man weiß ja nie. Manchmal hat man auch Reaktionen auf Masken. Und da habe ich das hier auf jeden Fall nicht. Hier kann ich mich auf die Inhaltsstoffe verlassen, auf deren Wirkung und so weiter. Ja, und die mache ich jetzt erstmal 20 Minuten. Dann werdet ihr gleich auch sehen, wie schön die Haut aussieht. Die passt halt wie so eine zweite Haut. Auch ich finde, die sitzt richtig gut. Also ihr müsst keine Maske vor diesen Gua Sha Stein machen. Das mache ich auch nicht immer. Aber ich will euch halt diese Routine nochmal zeigen, die wir halt auf dem Event gemacht haben, weil es so schön war und euch auch sehr interessiert hat. Ihr habt ganz, ganz viel gefragt, was habt ihr da ganz genau gemacht und so weiter. Und ja, ich fand es halt einfach so schön. Die Mädels von Dalton hatten uns das so schön gezeigt. Und ja, jetzt zeige ich euch das ganz einfach. Hier, das sind halt solche Netze, damit die Maske schön ihre Form behält. Das könnt ihr entsorgen, ganz nochmal. Ja, und jetzt werde ich mal einen Moment chillen. Hier diese Dinger, die hier, da fragen wir auch immer uns, was macht man denn eigentlich damit? Die meisten schneiden die ab.
Die sind tatsächlich dafür da, um sie aufs Augenlid oben hochzuklappen. Wenn man eine Behandlung bekommt bei Dalton in einem Studio, dann wird das nach oben geklappt und dann soll man einfach mal ruhen, 20 Minuten. Das mache ich jetzt nicht, ich lasse die unten, aber nur, dass ihr wisst, das sind die Klappen, die klappt man wirklich hoch, die sind für die Augenlider, damit die auch was von diesem tollen Wirkstoff hier drin abbekommen. Ich bin wieder zurück. So, ich habe jetzt 15 Minuten ein bisschen entspannt, beziehungsweise es waren länger als 15 Minuten. Und ja, die Maske ist schön eingewirkt und die Haut hat jetzt schön auch die Wirkstoffe aufgenommen. Also das merke ich auch daran, dass die Maske jetzt ja viel trockener ist als vorher, dass meine Haut das auch schön aufgenommen hat. So sieht das jetzt einmal aus. Und ich würde mir jetzt direkt mal die Haare mit einer Spange zusammen machen, denn wir beginnen am Hals. Man kann sich, wie gesagt, sehr viel Zeit nehmen. Man kann es aber auch kürzer machen, indem man nur, sag ich mal, hier unten die Kinnlinie bearbeitet oder vielleicht auch nur bei den Augen so ein bisschen. Je nachdem, wie man Lust hat. So, und ich würde mir jetzt direkt mal die Hyaluron-Urea Anti-Aging-Feuchtigkeitsampulle auftragen von Dalton. Die hatten wir ja auch im Schwarzwald benutzt und die finde ich richtig, richtig gut. Ist auch eine absolute Empfehlung. Die bekommt ihr hier in so einem Fünferpack. Und da würde ich mir jetzt mal direkt eine komplette Ampulle aufbrechen. Ihr habt auch immer eine Aufbrechhilfe hier mit dabei, falls ihr sowas noch nicht zu Hause habt. Und das sieht dann einmal so aus. Und dann nehme ich mir das Produkt, gebe mir das in die Handfläche. Erstmal nur die halbe Ampulle. Und drück mir das so ein bisschen auch im Gesicht auf. Und mein Gesicht ist so schön kühl noch von der Maske. Und ich habe ja auch schon Wirkstoffe quasi im Gesicht. Deshalb, man bräuchte jetzt theoretisch auch nicht mehr so viel. Ja, und dann tupfe ich mir das erstmal überall auf. Auch hier am Hals und Dekolleté. Die zweite Hälfte benutze ich von der Ampulle hier so für meinen Hals. Das gebe ich mir hier rundherum einmal auf, weil ich möchte auch hier den Gua Sha Stein jetzt verwenden. Das kann man machen, muss man aber nicht. Und ihr bekommt auch die Gua Sha Steine mittlerweile in der Drogerie, wenn ihr da noch irgendwie auf der Suche seid. Ihr könnt hier auch jedes Produkt verwenden. Wichtig ist immer nur, dass dieses Produkt gleiten kann. Also ihr könnt auch ein Öl nehmen, ihr könnt eure Lieblingscreme nehmen, wie auch immer. Wichtig ist, bevor ihr damit anfangt, dass ihr echt das Produkt schön verteilt habt und dass es eine Gleitfähigkeit hat. Was ich jetzt noch mache, ich gebe mir jetzt die Sensitive Care Derma Balance Augencreme auf. Die hat auch eine schöne Gleitfähigkeit. Die gebe ich mir hier unter dem Auge auf einmal. Einfach so ein bisschen drunter, da kann man ruhig auch ein bisschen mehr nehmen und dann kann das erstmal so ein bisschen so bleiben. Und dann gebe ich mir noch ein bisschen von dem Face Care Feuchtigkeitsspray oben drüber. Also das sprühe ich jetzt einfach mal so ein bisschen auf, auch von Dalton. Und was man dann jetzt auch machen kann, man kann schon so ein bisschen von der Hyaluron Urea Anti-Aging Feuchtigkeitscreme auch nehmen zum Beispiel. Oder man nimmt die Hyaluron Urea das Serum. Das finde ich richtig, richtig gut. Das hat eine besonders gute Gleitfähigkeit, finde ich. Und ich nehme jetzt von dem Serum ein bisschen was. Ich gebe mir die Creme zum Schluss auf und gebe mir von dem Serum dann nochmal so ein bisschen. Also so, dass es alles wirklich schön mit Feuchtigkeit ist und schön klitschig. Hier mache ich mir so ein bisschen die BH-Träger jetzt rüber. Normalerweise mache ich das dann halt auch ohne ein Oberteil an. Und jetzt würde ich mit den Steinen beginnen. Also ihr könnt die Steine nehmen, wie ihr wollt. Ich nehme jetzt hier einmal die flache Seite und dann könnt ihr hier hinten auch schon so ein bisschen am Hals, wo man so die Verspannungen hat. Da könnt ihr mit beiden Steinen hingehen und könnt dann immer so ein bisschen nach oben. Ihr merkt das auch, wo die Muskulatur sitzt und dann einfach schön bis nach oben an den Haaransatz hochziehen, so ein bisschen. Also das könnt ihr nach eurem eigenen Empfinden machen. Mit zwei Steinen geht das halt ein bisschen schneller und es fühlt sich auch ein bisschen besser an. Ihr könnt auch die Augen dabei schließen, damit ihr das auch ein bisschen besser spürt. Und dann, ja, geht ihr bis hier. Hier geht ihr so hin mit der Spitze und dann könnt ihr hier so ein bisschen auch massieren, so ein bisschen reindrücken. Ihr müsst auch ein bisschen immer aufpassen dann hier, dass ihr das vielleicht nicht zu fest macht, dass euch das wehtut oder so. So könnt ihr auch ganz einfach so ganz sanft machen. Und gerade hier hinten, also da mag ich das sehr gerne, habe ich festgestellt, weil ich immer auch so Nackenverspannungen habe. Und deshalb habe ich gesagt, auch so ein bisschen was von dem Serum und so an den Hals, damit das hier hinten schön gleiten kann. Ja, und da könnt ihr dann einfach hier so hochgehen. Könnt auch hier zum Beispiel, jetzt ist wieder rübergerutscht,
hier so ein bisschen, hier gerade so auf der Schulter, hier auf dieser Muskulatur könnt ihr auch so ein bisschen arbeiten mit den Steinen und das einfach hier so ein bisschen hochziehen. Das tut auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Jetzt kommt das hier wieder runter, ne, dass ihr da hier, da habe ich immer viel Verspannung, da könnt ihr das so richtig schön mit massieren. Ja, und dann macht ihr das hier schon mal und dann sieht man auch, ich weiß nicht, ob man das sieht so ein bisschen, die Haut wird auch schon ein bisschen besser durchblutet. Und dann sprühe ich mir von dem Spray noch ein bisschen was auf den Hals auf und dann nehme ich mir hier einmal diese Seite, diese flache und mache das auch hier vorne am Hals. Also da könnt ihr auch so schön hochgehen und jetzt durch das Spray zum Beispiel klitscht das so richtig schön. Ja, und man hat so richtig schön diese Feuchtigkeit, man kann so ein bisschen im Wechsel auch machen, das mache ich immer ganz gern. Und zieht das hier einmal so richtig schön hoch an den Seiten. So ausführlich hatten wir das auf dem Dalton-Event nicht gemacht, aber ich habe mich natürlich noch ein bisschen ja, darüber belesen und habe mir noch andere Techniken und so weiter angeguckt. Und diese finde ich sehr gut, auch gerade mit zwei Steinen. Und seht ihr, wie das hier alles so ein bisschen durchblutet wird. Und dann dreht ihr die Steine einmal um und dann könnt ihr hier so richtig schön, das liebe ich, ihr könnt hier so richtig schön an der Kinnlinie entlang gehen und ja, damit könnt ihr euch hier diese sogenannte Jawline so ein bisschen auch mit straffen und euer Gesicht entschlacken und dann endet ihr immer hier an diesem Punkt und da könnt ihr ja hier auch nochmal so ein bisschen massieren, ja, also hier geht ihr immer so richtig schön hoch Richtung Ohr quasi. An den Wangen entlang. Ihr könnt auch den Stein nochmal drehen, je nachdem, wie ihr am liebsten mögt. Und das hier zum Beispiel mache ich auch sehr gerne. Ihr geht hier an dem Wangenknochen so schön entlang. Das ist so super. Also immer in diese Richtung. Niemals in diese Richtung, weil wir wollen ja auch, dass aus dem Gesicht quasi das Wasser rausgeht. Und jetzt guckt mal, wie schön die Haut dann durchblutet wird. Also das ist in keinem Fall schädlich. Ihr solltet nur aufpassen bei Borose und Rosacea, dass ihr da vorher euren Hautarzt fragt, ob ihr das machen dürft. Weil, ja genau, das sind halt Krankheitsbilder von der Haut und nicht jede Haut darf das. Und ich würde mal behaupten, dass bei diesen beiden Hauterkrankungen erstmal der Arzt gefragt werden sollte. Das möchte ich noch dazu sagen. Und da könnt ihr hier so richtig schön, guck mal hier an diesem Wangenknochen hier oben, hier so entlang gehen. Da passt das sehr gut rein. Und dann immer schön bis zum Haaransatz oder hier bis zum Ohransatz. Und hier könnt ihr dann auch nochmal so ein bisschen massieren, damit das abtransportiert wird. So, und dann könnt ihr jetzt auch hier zum Beispiel an dieser, wo man immer diese Lachfalte hat, nochmal so ein bisschen stärker dran gehen oder hier unten auch nochmal so ein bisschen. Also das könnt ihr ganz nach Belieben machen. Und da könnt ihr zum Beispiel jetzt auch hier mit dieser Spitzenseite hier unterm Auge so ein bisschen entlang gehen und könnt da dann auch quasi das Zeug abtransportieren. Und das könnt ihr halt auch mit beiden Seiten hier so ein bisschen machen. Da könnt ihr einfach ja hier so entlang gehen. Und könnt das auch ganz sanft machen, gerade unterm Auge ein bisschen sanfter, nicht so viel Druck nehmen. Und ihr könnt das auch auf dem Auge machen, also auf dem Auge einfach so ein bisschen ja, in die Richtung nach außen ziehen. Wo funktioniert das? Und dann seht ihr, wie schön das alles durchblutet wird. Und wenn das dann ein bisschen zu trocken wird, dann könnt ihr euch einfach ein bisschen Spray wieder nehmen. Und dann habt ihr wieder Feuchtigkeit und könnt damit drüber gleiten. Das klappt mal richtig gut. Guckt mal hier, das klappt super. Und jetzt könnt ihr das Ganze auch machen, ja, hier oben und könnt das hier oben so massieren auch. Also das könnt ihr dann, also hier macht man quasi nach oben und auch so ein bisschen nach außen. Dann nehme ich gern diese Seite hier, damit das halt auch schön sanft funktioniert. Und da seht ihr gleich auch, wie das so richtig schön durchblutet wird auf der Stirn. Und dann könnt ihr hier auch bei dem Auge, ihr könnt über das Auge quasi hier auch ansetzen bei den Augenbrauen und könnt das so nach oben auch ziehen, immer zur Seite weg, nach oben, je nachdem, aber halt nicht zu fest. Bei den Augen muss man wirklich aufpassen. Und gerade hier unter dem Augenbrauenbogen könnt ihr hier mit dieser Spitzenseite auch reingehen und könnt das dann hier so ein bisschen auch nach außen, seht ihr, und dann kann man das hier so schön entlang abtransportieren, immer bis zum Haaransatz. Ja, und hier oben könnt ihr das dann auch schön machen. Schön hier oben am Haaransatz entlang kletten. Was ich auch gerne mache, ich nehme die so die Steine und gehe so entlang.
Einfach so vom Nasenflügel aus nach außen, aber bis nach außen komplett, diese flachen Seiten. Ja, da könnt ihr auch hier immer schön nach außen, also immer so ein bisschen mit so einem leichten Druck, würde ich sagen. Also nicht so, sondern wirklich so ein sanfter, leichter Druck und dann schön gleichmäßig auch. Es ist halt schwierig jetzt, weil ich spreche, euch das haargenau zu zeigen. Und was ich immer ganz, ganz, ganz toll finde, ist halt hier unterm Auge mit diesem Spitzen. Das macht morgens so viel aus, gerade wenn man morgens diese, ja, Tränensäcke hat. Manchmal ist man ja morgens so aufgequollen und das macht wirklich was aus. Das Gesicht wird super durchblutet. Und ja, sieht einfach viel frischer aus und dadurch, dass ihr ja eure Produkte dann auch direkt, also zum Beispiel meine Augencreme ist damit ja jetzt auch eingearbeitet, die habe ich jetzt hier mit der Spitze so eingearbeitet, da brauche ich mir jetzt keine Augencreme mehr auftragen. Ihr könnt auch zwei nehmen und könnt hier einfach so ein bisschen, guckt mal, so könnt ihr das nach oben befördern. Also immer schön nach oben, nicht nach unten. Wir wollen ja, dass unsere Gesichtskonturen schön straff nach oben sind und nicht schlapp runterhängen. Und deshalb immer schön nach oben. Und da könnt ihr auch so im Wechsel einfach so ein bisschen massieren. Besser. Und man merkt dann auch schon, wenn die Produkte oder das Produkt im Gesicht schön eingezogen ist. Ist bei mir jetzt der Fall. Also es gleitet jetzt noch, aber es ist schön eingezogen. Und deshalb, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das mit den Dalton-Produkten machen wollt, dann empfehle ich euch das Hyaluronic Urea Serum. Das ist absolut der Hammer. Es plumpt halt nochmal schön auf. Vorher diese Instant Plumping Hydrolift Express Maske machen und dann halt einfach nochmal draufsprühen, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr Feuchtigkeit braucht, damit das mehr gleitet. Dieses Face Care Instant Face Care Spray oder irgendein Gesichtsspray. Das ist nämlich ganz schön, wenn sich das dann wieder mit dem Serum so ein bisschen verbindet, wird das wieder glitschig und quasi wieder aktiviert. So habe ich das für mich feststellen können. Ja, und ihr könnt halt einfach eure Lieblingsaugencreme dafür benutzen. Meine Augencreme ist jetzt halt sehr schön auch eingearbeitet. Ich habe halt auch gemerkt, dass mir das hier hinten in diesem Bereich sehr gut tut, was die Kopfschmerzen angeht. Ich habe super viel Verspannungen hier in diesem Bereich und da hilft mir das halt auch, dass ich diese Verspannungen so ein bisschen lösen, dass ich mich wieder so ein bisschen leichter fühle, nicht mehr so angespannt. Man läuft ja immer so angespannt mit hochgezogenen, so habe ich immer das Gefühl, mit hochgezogenen Schultern durch die Gegend und dass man dann einfach diesen Bereich hier mit so ein bisschen auch auflockert, die Lymphe fließt ab, man fühlt sich ein bisschen entspannter. Und ihr könnt ja auch ganz individuell gucken, wenn ihr sagt, oh, ich brauche jetzt hier oben zum Beispiel gar nichts. Ich möchte einfach nur hier unten so ein bisschen die Kinnlinie trainieren, weil das alles so ein bisschen auch runtergekommen ist, beziehungsweise abgesackt ist schon. Ja, es geht ja auch umso älter wir werden, desto mehr fällt das ja auch alles wieder runter. Und wenn ihr sagt, ich möchte jetzt diesen Bereich nur, dann macht ihr nur diesen Bereich vielleicht oder ihr wollt nur diesen Bereich hier, weil ihr wollt, dass es hier wieder ein bisschen straffer wird, dann macht ihr täglich einfach vielleicht auch diesen Bereich einfach nur. Ihr müsst das hier nicht machen, alles komplett, sondern individuell auf euch, wie ihr eure Problemzonen habt, die ihr vielleicht ein bisschen bearbeiten wollt, wo ihr euch dann halt einfach wohler mitfühlt. Wenn ihr merkt, da tut sich dann noch was. Die Haut wird total glatt dadurch, die Haut wird besser durchblutet, die Haut kann besser entgiften. Und wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, das habe ich euch ja am Anfang schon gesagt, dass ich weniger Pickel bekomme irgendwie. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, das hat auch was mit diesen Gua Sha Steinen zu tun. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen mit den Gua Sha Steinen auch unten in die Kommentare rein. Genau, und dann würde ich mir jetzt zum Schluss halt noch, also meine Abendroutine, noch meine Hyaluronic Urea Hydro Boost Feuchtigkeitscreme draufgeben. Die ist auch schon wieder halb leer, beziehungsweise ist nicht mehr viel drin. Und ja, das wäre auch dann schon meine Abendroutine mit den Produkten, wenn ich die Gua Sha Steine anwende. Ich wende die auch nicht jeden Tag an, aber sinnvoll ist es, die täglich anzuwenden. Man sieht auch wirklich, dass sich da was tut. Ich finde gerade hier, man sieht auch, dass sich da was tut. Ich finde, gerade hier in dem Bereich macht das viel aus bei mir. Jetzt bei meinem Doppelkinn ist es besser geworden. Und ja, also es ist allgemein sehr positiv, finde ich. Ich bin wirklich ein absoluter Fan von dieser Massage, Gua Sha Stein Massage geworden. Ja. Und jetzt guck mal, was
für ein schönes Plumping-Ergebnis. Ich habe also meine Haut, die ist wirklich, seht ihr das hier, so richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also man merkt das auch, dass die Haut das alles schön aufgenommen hat. Man hat sich was Gutes getan. Und wenn das auch nur diese 10 Minuten sind, die man sich nimmt für diese Selbstmassage hier auch in diesem Nackenbereich, ihr müsst das auch nicht im Gesicht machen. Vielleicht für diejenigen, die das nur im Nacken so ein bisschen wünschen oder hier Hals, Dekolleté, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wichtig ist einfach nur, dass ihr nicht so viel Druck ausübt, dass ihr das schön sanft macht mit einem leichten Druck. Ein bisschen Druck muss da sein. Ist ja auch klar, wenn man das nur so drüber gleiten lässt, so ganz langsam passiert ja nicht viel. Ja, und damit könnt ihr das alles schön anregen. Jetzt habe ich ja hier noch so ein Tool, da gibt es auch sowas Elektrisches. Das gibt es mit unterschiedlichen Farben, die für die unterschiedlichen Hautbeschaffenheiten da sind. Das wäre jetzt was Elektrisches, da könntet ihr zum Beispiel auch einfach hier so lang gehen, wenn ihr keine Lust habt, auf die Steine so. Das teste ich jetzt aber gerade momentan noch, das eignet sich aber auch dafür, sowas gibt es halt auch. Das ist ein LED-Gerät quasi zum Straffen. Gerade auch hier für den Bereich. Das wolltet ihr unbedingt, dass ich das austeste. Und ja, das mache ich momentan. Da könnt ihr euch auch die Produkte so mit einarbeiten. Also wie gesagt, macht das mit eurem Tool, wo ihr Lust zu habt. Dann wollte ich euch noch ein Produkt ans Herz legen. Und zwar das Soul Glow Gesichtsöl. Das kennt ihr ja von mir schon. Und da habe ich jetzt Neues wieder. Das ist so ein schönes Öl. Das ist so ein Öl-Serum-Gemisch. Das ist ein ganz edles Produkt. Ich hole das mal raus und zeige euch das. Wie gesagt, meins ist jetzt leer geworden und ich freue mich total auf mein neues. Das hält Ewigkeiten und das ist ein versorgendes, liftendes Zwei-Phasen-Ölserum mit glättendem Brightening-Komplex aus persischem Seidenbaumextrakt, herzblättriger Apfel, Kugelblume und Hibiskus für abgespannte und fahle Haut. Und das ist auch so schön, also wenn ihr das morgens, das könnt ihr so ein bisschen auch erstmal schütteln, das hat so zwei Phasen, wie gesagt, Ölserum ist das. Und wenn ihr das schüttelt, dann verbindet sich dieses Produkt miteinander. Und dann nimmt man sich das mit der Pipette raus. Und ich gebe es jetzt mal kurz in die Hand, anstatt aufs Gesicht. Und dann könnt ihr euch das auch so schön noch oben drüber geben. Ich finde das total schön, dieses Serum, wenn man das morgens drauf macht, bevor man seine Foundation aufträgt. Das gibt nochmal so einen richtig schönen Glow und versorgt die Haut halt auch toll mit Feuchtigkeit. Das ist so mega, mega toll. Das ist halt ein Öl-Serum-Gemisch. Das könnt ihr auch benutzen durch das Öl hier drin für diese Massage. Aber ich finde es ein bisschen zu schade, um ehrlich zu sein. Ich gebe mir das gern danach dann einfach nochmal so ein bisschen drauf. Und ja, genau. Das finde ich super schön. Das gibt halt so einen tollen Glow auch nochmal. Also ich fasse es nochmal zusammen. Ihr braucht auf jeden Fall mindestens ein Gua Sha Stein nach Wahl, entweder Jadestein oder halt hier so ein Rosenquarzstein. Wie gesagt, ich bevorzuge Rosenquarz und am besten sind halt zwei, damit ihr das schön ja zusammen machen könnt. Das tut halt einfach besser, finde ich. Das ist schöner, das ist angenehmer. Man kann so ein bisschen darum machen, also ihr müsst das auch nicht gleichzeitig. Ich meine, es kann auch sein, ihr macht erstmal hier und dann da und macht das so ein bisschen im Wechsel. Das muss nicht gleichzeitig sein. Und dann braucht ihr auf jeden Fall Produkte, die kleidfähig sind. Also entweder nehmt ihr halt ein Gesichtsöl oder nehmt direkt halt eure Pflege, die ihr eh auftragen wolltet und arbeitet die damit dann ein und die Haut kann das sehr schön aufnehmen durch diese Massage, je nachdem wie ihr dann halt Lust habt. Ich finde es so ein bisschen besser, weil ich bin jetzt fertig und kann jetzt gleich auch dann ins Wohnzimmer gehen und muss dann nicht noch die ganzen Cremes und so weiter auftragen. Das habe ich mit der Massage jetzt gemacht, das ist auch ein bisschen eine Zeitersparnis. Ihr müsst auch gar nicht so viel Zeit da rein investieren. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich es eilig habe, morgens. Ich nehme mir einfach hier einen Stein morgens und mache das halt auf jeden Fall wenigstens, sag ich mal, so 2-3 Minuten hier unten lang, damit ich das auf jeden Fall gemacht habe. Und das hier, das ist mir wichtig, dass ich hier dann auch lang gehe, weil hier mit diesem langen Teil geht ihr ja auch quasi am Auge mit entlang und dann habt ihr diesen Bereich dann auch schnell abgearbeitet. Das hier und dann halt hier oben noch, also hier halt hoch noch schnell und dann ist man auch fertig. Also ihr müsst es keine 10 Minuten lang machen. Das ist nur halt eine Sache, wenn man sich Zeit dafür nehmen möchte, ein bisschen Me-Time, ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und macht man sich vielleicht noch eine Kerze an, einen schönen Raumduft. Und ja, genau, so halt einfach. Ich hoffe, dass ich euch mit dem Video ein bisschen inspirieren konnte, auch vielleicht eure Gua Sha Steine daheim rauszuholen und die auch mal zu verwenden, falls sie bei euch rumliegen. Die sind wirklich gut und man kann damit echt viel erzielen. Also wie gesagt, ich finde, hier ist es bei mir, weil ich es halt hier auch am häufigsten mache mit dem
dem Kurschaustein ist es bei mir schon viel, viel schöner geworden. Ich habe zwar immer noch das Doppelkinn, aber ich habe das Gefühl, dass gerade hier unten kann man ja auch so entlang gehen, mein Doppelkinn schon etwas besser geworden ist. Ihr Lieben, ich würde mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr zu diesem Video hier wart. Ich lasse euch unten den Rabattcode noch in der Infobox drin, blende euch den nochmal ein. Wie gesagt, 20% bekommt ihr auf die Produkte bei Dalton. Und wie gesagt, ihr habt ja jetzt auch schon gesehen, was ich euch so empfehlen kann dafür. Ich finde halt die Hyaluronic Urea Reihe sehr gut dafür, eben die Ampullen, dann auch das Serum, das Urea Serum und meine Lieblingscreme. Mit der Creme könnt ihr auch schon diese Gleitfähigkeit erreichen. Und was ich besonders gut finde, ist halt eben halt ein Spray, womit ihr dann eben halt diese Gleitfähigkeit verlängern könnt. Ja, und dann noch die Sensitive Care Augencreme, die ich jetzt angewendet habe. Das ist persönliche Präferenz, dass ich die halt benutzt habe. Ich mag die sehr gerne und die spendet schön Feuchtigkeit und die ist halt auch für sensible Augen gut geeignet. Ja, und diese Produkte, so würde ich euch empfehlen. Und wie gesagt, halt auch die Plumping Maske, die finde ich auch sehr schön, um die vorher zu machen. Also meine Haut ist jetzt super, super gut versorgt. Ja, jetzt verabschiede ich mich. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.